meine Lieben, in meinem heutigen Video geht es um einen DM-Haul. Und zwar habe ich mir ganz viele verschiedene Produkte gekauft. Zum Teil Sachen, die ihr mir empfohlen habt oder Sachen, die ich schon länger haben wollte. Oder Sachen, die ich einfach nochmal nachgekauft habe. Und ich werde gleich natürlich wie immer etwas zu den Sachen erzählen. Und dann wird auch so eine kleine Review dabei sein bei ein paar Sachen, die ich mir schon mal gekauft habe und jetzt nochmal nachgekauft habe. Als erstes habe ich mir Beauty Blender im Mini-Format geholt. Und zwar sind die hier von Ebelin und das ist ein Zweierpack. Ich habe diese Concealer-Eier schon mal in Amerika gesehen, als ich da im Januar war. Aber da hat ein Concealer-Ei 20 Dollar gekostet und dann dachte ich mir, nee, das mache ich nicht. Wie viel diese Eier übrigens gekostet haben, werde ich jetzt hier irgendwo einblenden. Und die Produkte der anderen Preise blende ich euch natürlich auch hier irgendwo ein, während ich darüber spreche. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie die sind. Ich schätze mal, dass man damit viel, viel besser so in die Ecken kommt. Aber es könnte auch schwer sein, weil es so ein kleines Ding ist, das irgendwie zu halten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde euch berichten. Produkt Nummer 2 ist ein Produkt aus meiner Kindheit. Und zwar sind das Kinder-Emoikal in der Sorte Waldkirsche. Und die habe ich als Kind so, so gerne gegessen. Hier steht zwar, hilft natürlich bei Husten, aber ich wollte die einfach immer essen. Und jetzt dachte ich mir auch, hole ich mir die nochmal und ich finde die immer noch so lecker wie früher. Ich habe die aus Versehen in der Sorte zuckerfrei gekauft. Ich wusste jetzt nicht genau, dass es da einen Unterschied gibt. Und ja, die schmecken aber genauso gut wie die anderen. Ich kann da jetzt keinen Unterschied feststellen. Es ist schon länger her, dass ich die mal probiert habe. Aber ich hatte sie zumindest genauso in Erinnerung. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Und ich glaube, ich esse jetzt direkt mal nochmal eins. Diese Nagellacke kennen wahrscheinlich schon einige von euch. Und zwar sind das die Trended Up Double Volume and Shine Nail Polish. Und die sind jetzt neu beim DM und ich habe mir das Ganze in der Farbe 090 geholt. Ich finde diesen Ton so schön. Ich habe den schon öfter in Videos getragen und da wurde ich immer gefragt, was das denn ist. Also es ist dieser Ton hier. Ich habe mir diesen Nagellack schon mal geholt, aber ich habe den irgendwo verloren. Das finde ich total blöd. Aber zum Glück war das ja nicht der einzige, den es gab und deswegen habe ich mir den nochmal neu gekauft. Und da ich den schon ausprobiert habe, kann ich auch sagen, dieser Nagellack, der hält sehr gut, der glänzt sehr schön und der trocknet auch relativ schnell und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Dann habe ich mir noch ein aluminiumfreies Deo geholt. Das hatte ich schon mal und ich finde es sehr, sehr gut. Und zwar ist das von 8x4 und das habe ich mir im Geruch Hollywood geholt. Das hatte ich auch schon mal in der gleichen Duftrichtung und ich finde, es riecht einfach sehr gut. Es schützt meine Achseln, davon kriegt man auch keinen Ausschlag oder sowas, wie man das von aluminiumhaltigen Deos bekommt. Da haben ja auch schon mehrere von euch mal unter das Video geschrieben, dass sie da ganz, ganz schlimme Eiterentzündungen hatten und beim Arzt waren und dass es operiert werden musste und was weiß ich. Und deswegen, ich sage es euch total oft, aber nehmt bitte aluminiumfreie Deos, damit euch das nicht passiert. Ich mache das auf jeden Fall und ich bin sehr zufrieden damit. Viele von euch wissen, ich bin ein absoluter MAC-Junkie, was Concealer angeht. Aber ich habe euch in dem letzten Video gefragt, was ihr für Concealer habt, die man zum Beispiel damit vergleichen kann oder die ihr sehr, sehr gut findet. Und viele von euch haben da geschrieben, dass sie diesen hier sehr gut finden. Und zwar ist das der Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice. Und den habe ich probiert. Ich habe den auch gerade drauf und ich finde die Deckkraft unglaublich gut. Der hält sehr gut, der deckt sehr gut, der ist sehr angenehm auf der Haut, der riecht sehr gut und ja, ich finde den super. Also ich würde ihn mir definitiv nochmal kaufen. Also ich habe die ganzen Produkte vor ungefähr 5 Tagen gekauft und den benutze ich jetzt auch schon 5 Tage und ich finde den super. Also mit dem komme ich auch ohne meinen MAC Concealer aus. Das ist unglaublich, weil der ja einfach mal viel, viel günstiger ist und der gefällt mir echt fast genauso gut und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der jetzt erstmal meine MAC Concealer ersetzen wird, damit ich nicht immer so viel Kohle ausgeben muss. Ich wollte unbedingt mal diese Haargummis hier ausprobieren. Ich finde, die sehen sehr gewöhnungsbedürftig aus und zwar sind das die Invisibobble Hair Rings. Ja, so nennt man die. Wenn es einen anderen Namen dafür gibt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie man die wirklich nennt. Ich schätze mal, sie heißen Invisibobble. Und ja, ich habe jetzt hier auch schon mal einen ausprobiert. Die dehnen sich sehr, sehr schnell. Die sind ja hier in diesem Paketchen sehr, sehr klein. Und ich finde, die halten sehr, sehr gut in den Haaren. Die binden sie sehr gut zusammen. Und das Beste darin ist,
Es ist einfach nicht so eine Delle rund um den Kopf herum, weil man sich kurz einen Zopf gemacht hat. Es ist einfach alles wunderbar. Man kann damit auch super einen Dutt machen. Das hält richtig gut und macht die Haare dann auch nicht so eng zusammen. Finde ich echt super. Und ich bin mal gespannt, ob ich weiterhin so gut damit klarkomme. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass die sich mal so in meinen Haaren verheddern, dass ich mir die durchschneiden muss oder sowas. Aber ja, ich habe ja 3 Stück, also würde ich sagen, muss ich das einfach mal weiter testen. Die meisten meiner Freunde waren letzte Woche im Urlaub, sind diese Woche im Urlaub oder fliegen nächste Woche in Urlaub. Und das heißt, ich werde bald die weißeste von allen sein, weil ich einfach dieses Jahr nicht in Urlaub fliege. Ich habe mir nämlich gestern ein MacBook gekauft und dachte mir, da spare ich mir mal den Urlaub und fliege dann nächstes Jahr. Und deswegen habe ich mir Bräunungstücher geholt. Ich habe die schon sehr, sehr oft verwendet. Ich mag die von Ambre Solaire sehr, sehr gerne. Ich finde, die verleihen der Haut eine sehr, sehr schöne Bräune. Ich verwende die vor allem fürs Gesicht und fürs Dekolleté. Davon wird nichts fleckig, zumindest bei mir. Und auch nicht orange oder sowas. Ich finde die super gut und werde die definitiv nochmal anwenden, bevor ich die ganzen Mädels bald wiedersehen, damit ich da nicht da die strahlende weiße Kalksäule bin und die anderen alle so schön braun sind. Und genau, damit fällt auf jeden Fall nicht auf, dass die Bräune fake ist. Ich habe euch ja eben schon den Nagellack gezeigt und ich habe mir den auch noch in der Farbe Grau geholt. Und zwar ist die genaue Bezeichnung 070. Das ist wieder die gleiche Marke, halt nur eine andere Farbe. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Ich mag sehr gerne graue Nägel. Es war ja auch eine Zeit lang mal so richtig im Trend, dass man graue Nägel hatte, weil es ja so einen ganz tollen, ich glaube, von Chanel gab. Und da gab es ja auch ganz viele Dupes von. Und ja, ich bin über den Nageltrend noch nicht hinweg. Ich mag es immer noch sehr gerne, mit grauen Nägeln rumzulaufen. Guckt euch übrigens im Moment nicht so meine Nägel an, weil ich muss die unbedingt neu machen mit dem Gel. Es kommt nämlich nächste Woche ein Video zum Thema Farbgel-Nägel selber machen online. Und deswegen sehen die jetzt im Moment so aus. Aber keine Sorge, das bleibt nicht für immer so. Ihr wisst ja, bei keinem einzigen DM-Haul darf dieses Produkt hier fehlen. Und zwar ist das von DM die Soft and Clear Anti-Mitesser No Stripes. Ich finde die sehr, sehr gut. Die ziehen, wie schon ganz oft erwähnt, sehr gut den Dreck aus der Haut, reinigen alles sehr schön, kann man sehr gut von der Haut abziehen. Und das sind meine absoluten Favoriten in dem Bereich. Und deswegen muss ich mir die regelmäßig kaufen, weil ich die einfach nicht mehr aus meiner Pflegeroutine raushaben möchte. Nun komme ich hier auch schon zum letzten Produkt und zwar ist das eine Augencreme von Alverde. Ich finde es im Moment sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass ich meine Haut genug pflege, vor allem im Gesicht und ganz vor allem unter den Augen. Man wird ja nicht jünger, sondern leider immer nur älter. Und man möchte natürlich auch, dass die Haut später noch gut aussieht und deswegen bin ich der Meinung, muss man immer gut vorbeugen. Und ich versuche immer noch, meine perfekte Augencreme herauszufinden. Ich kann irgendwie nicht so einen richtigen Pflegeeffekt damit erkennen bisher. Vielleicht habe ich einfach nur noch nicht die richtige Augencreme entdeckt. Ich sehe es nur leider nicht ein, für so eine mini kleine Clinique-Creme 45 Euro zu bezahlen oder was sie auch immer kostet. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, ob sie war oder eine andere. Auf jeden Fall ist mir das einfach zu teuer und deswegen probiere ich es jetzt mal mit Alverde Naturkosmetik und hoffe, dass das dann ein bisschen gepflegt wird unter den Augen und dass ich das Produkt einfach gut finde. Das war es dann jetzt auch schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und mir gerne fleißig eure Kommentare zu den Produkten schreibt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, was weiß ich. Ihr wisst ja, ich bin immer offen für alles. Also schreibt mir gerne alles in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ich kriege dieses Video mit meinem neuen MacBook irgendwie bearbeitet. Ich muss das Ganze nämlich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wenn mir das zu lange dauert, dann bleibt es bei dem alten. Falls nicht, dann nehme ich das MacBook. Ich werde euch das dann hier einblenden, was ich gemacht habe. Und dann sagt mir doch mal bitte, ob ihr irgendeinen Unterschied feststellen kann, weil ich ja dann ein anderes Bearbeitungsprogramm verwenden werde. Naja, auf jeden Fall wollte ich eben schon sagen, bis bald. Tschüss!